Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Hell in a Cell. Und meine Güte, vorgestern ist es richtig ausgerastet. Ihr habt den Part komplett gefeiert. Durchgehend habe ich mich richtig drüber gefreut, dass ihr euch so gefeiert, dass ihr mich so gefeiert habt, zumindest den Part so gefeiert habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute, natürlich kann ich euch heute nicht den Undertaker bieten. Ich kann euch heute auch nicht wieder die Reunion von den Living Legends bieten. Aber ich hoffe, mit der 6-Mann-Battle-Royale werden wir heute wieder eine Menge Spaß haben. Big News, habe ich ja schon gesagt, Big News im wortwörtlichsten Sinne. Big E wurde ersetzt von Paul Heyman, weil ja The Big Truth eine Chance auf den Sieg quasi hat, in Form von R-Truth, damit ihr das schon mal wisst. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird der 6. Mann? Aber das ist erstmal Tyson Kidd, der hier zum Ring kommt, hat sich ja bei NXT qualifiziert mit einem Sieg über Xavier Woods. Da hat ja Xavier Woods wieder groß rumgetönt, aber im Endeffekt gewinnen konnte er da doch nicht. Ja, und Kidd, weiß ich nicht. Also es ist natürlich eine Elimination Battle Royale. Ihr kennt mich ja, ich mache nicht diese Over-the-Top-Dinger. Die finde ich ultra ätzend. Und nochmal kurz ein paar Worte zu vorgestern. Also wirklich, ich habe ja gesagt, Hell in a Cell wird ein bisschen anders. Natürlich kann ich nicht in jedem Part von Hell in a Cell in allen 7 Parts jetzt sowas bringen wie gestern. Aber glaubt mir, es ist einiges noch im Gange und einiges geplant, aber das könntet ihr euch bestimmt selber denken, dass es nicht nur das war, wisst ihr ja selber. So, hier kommt Mann Nummer 2, hier kommt Cesaro und das muss ich ja momentan mal sagen. Gestern Nacht war Raw, also heute Nacht war Raw, also wirklich Raw. Cesaro gefällt mir momentan so gut in der WWE. Ich hoffe, sie bringen es wirklich mal so weit, um ihn wirklich komplett bis oben zu pushen. Und nicht immer nur so ins Titelmatch, ans Titelmatch, sondern auch mal wirklich den Sieg in einem Titelmatch. Das wäre natürlich mal hammergeil. Aber soll mir egal sein. Cesaro für mich ein klasse Mann. Und hier bei der LCW hat er heute die Chance, in der Battle Royale sich ein Intercontinental Champion bzw. United States Championship Match zu sichern. Und das ist natürlich relativ wichtig für den Verlauf der Karriere. Wenn man hier verliert, dann kann man sich quasi schon wieder überlegen, dass man einen Monat mindestens mal nicht an den Titel rankommt. Und so ist das die perfekte Chance, um sich zu beweisen. Und da ist jetzt R-Truth, der Mann von The Big Truth, der hier antreten darf. Einer durfte nicht antreten, das ist Big E, da hat Paul Heyman gesagt, den werden wir ersetzen. Mich freut es halt, dass der Part vorgestern, also Hell in a Cell Nummer 1, Kevin Nash gegen Lucarano, dass euch das so gut gefallen hat, wie ich es gemacht habe. Erst Bo Dallas mit seiner quasi In-Ring-Promo bzw. Open Challenge und Dong, da kommt der Undertaker. Deadman Walking mit dem feiernden Undertaker erstmal Hell in a Cell begonnen und dann natürlich die Reunion von den Living Legends. Und jetzt haben wir, glaube ich, 3 im Ring, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, und da kommt der 4. Mann, der so ein bisschen mein, ich sag mal, stiller Favorit ist. Ich habe das Gefühl, Razar ist in einer guten Form. Razar, ehemaliger NXT Tag Team Champion mit Jack Steel natürlich. Und nach dem Match bei NXT, wo er sich qualifiziert hat, glaube ich einfach, Razar könnte so ein stiller Favorit sein. Ich kann mich natürlich auch richtig irren. Falls ich es jetzt wieder vergesse, in die Beschreibung zu schreiben. JBL ist vergeben und zwar an den ehemaligen Ric Flair. Also nicht an den ehemaligen, Ric Flair ist ja noch. Aber da Ric Flair ja jetzt sein letztes Match haben wird bei Hell in a Cell, Ric Flair, der User, S04-Fan, glaube ich irgendwie so heißt er, wird JBL übernehmen. Meinen Buddy bei den Living Legends. Und jetzt ist der vorletzte Mann schon da und das ist Alberto Del Rio. Und ihr wisst, ich bin Fan von Alberto Del Rio. Ich war es bei der WWE, ich bin es auch hier bei der LCW. Aber bisher hat es nie so gereicht für Alberto Del Rio. Und natürlich, stellt euch mal vor, Del Rio vielleicht gegen Bad News Barrett um den United States Champion Titel oder gegen Mark Henry. Das wäre natürlich auch ein klasse Match, aber mal abwarten. Und vor allem kommt es jetzt darauf an, wer ist der 6. Mann? Paul Heyman hat gesagt, es gibt keinen passenderen Teilnehmer im Moment, weil er das wohl sich auch verdient hätte. Da bin ich jetzt eigentlich mal gespannt, wer das sein soll. Jemand, der sich's verdient hat und der in dieses Match perfekt passt. Na, Del Rio lässt sich noch ein bisschen feiern. Solange er das noch kann, denke ich mal. Del Rio würde ich jetzt heute nicht als meinen Favoriten sehen. Ich sage, es ist ein bisschen Razar so. Razar ist irgendwie mein Außenseiter-Favorit. Oh, und das ist natürlich
Passender geht's gar nicht. Das ist Kane. Das große rote Monster kommt zum Ring. Vorgestern haben wir den Undertaker bekommen. Und natürlich, Hell in a Cell ohne Kane, das ist auch wieder. Das geht gar nicht. Guckt euch das alleine an. Hell in a Cell. Da muss einfach Kane dabei sein. Und Kane also der sechste Mann in dieser Battle Royale. Ja, so im Nachhinein ist das klar. Er passt natürlich perfekt zum Pay-Per-View, passt in dieses Match. Und der hat sich ja verdient. Mit einem Sieg zum Beispiel gegen Mr. Money in the Bank, gegen Chris Jericho als kleines Beispiel. Kane momentan eh in einer guten Form. Und jetzt haben wir also das Big Red Monster hier drin. Natürlich, jetzt habe ich gerade eben gesagt, Razar ist mein Favorit. Jetzt könnte ich mir fast vorstellen, wenn Kane die Leistung in den letzten Wochen hier abruft, dann wird Kane hier diese Battle Royale gewinnen. Allein der größten Vorteil, den würde ich ihm fast, und den Kraftvorteil. Natürlich, da ist auch noch ein Cesaro. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da kommt der Big Red Monster einfach mal so an. Ja, zweite Überraschung am zweiten Match von Hell in a Cell. Ich habe ja gesagt, ich kann euch nicht unbedingt einen Undertaker bieten oder eine Wiederzusammenkunft von den Living Legends, aber es geht interessant weiter mit hier Kane in dieser Battle Royale. Jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht die Superstars sich verbünden irgendwie, um schön Kane zu eliminieren. Wie gesagt, nicht over the top, Pin und Submission, bis nur noch einer im Ring steht. Und das kann jetzt durchaus ein längeres Match werden. Ihr werdet ja jetzt spätestens an der Videolänge sehen, wie lang denn dieses Match wohl war. Kann ganz schnell vorbei sein, wenn die sich hier relativ intelligent mit den Aktionen abfertigen. Und dann vielleicht schon gegenseitig zum Cover ansetzen oder in die Aufgabegriffe nehmen. Dann kann das relativ flott vorbei sein. Kane geht hier mal direkt auf Alberto Del Rio los. Razar jetzt an R-Truth dran und Tyson Kidd und Cesaro da hinten. Ja, das ist nochmal eine nette Kombination, die wir hier haben. Ich bin mal wirklich gespannt, wer auch der Erste ist, der raus ist. Das frage ich mich immer. Aber ich sage immer so, ja, Razar ist mein Favorit, Kane ist mein Favorit. Aber ihr wisst ja, ich liege relativ oft daneben mit meinen Tipps. Deswegen mal gucken, einfach mal abwarten. Vielleicht ist es ja wirklich Razar. Dann wäre ich natürlich sehr, sehr geil, wenn ich das richtig getippt hätte. Und das wäre natürlich auch echt krass, weil dann müsste er Kane, Cesaro, Del Rio, R-Truth, also schon recht gute Kaliber besiegen. Und natürlich, egal wer gewinnt, es wäre schon ziemlich interessant, weil allein überlegt mal, Kidd gewinnt. Gehen wir mal vom ersten Beispiel aus, was möglich wäre. Tyson Kidd gegen Mark Henry, das wäre der Wahnsinn. Also mehr Goliath gegen David geht gar nicht. Und gegen Bad News Barrett wäre auch interessant. Gegen Bad News Barrett könnte ich mir eigentlich am besten noch Del Rio oder sogar Kane vorstellen. Razar gegen Mark Henry wäre auch richtig krass. R-Truth gegen Mark Henry auch nicht schlecht. Kane gegen Mark Henry, wow, das wäre natürlich auch richtig awesome. Aber ich denke mal, Kane wird ja, denke ich mal, da er mit seinem Brothers of Destruction Body, mit dem Undertaker, in einem Lager bleiben will, denke ich mal, wird Kane, wenn er ja gewinnt, den Bad News Barrett herausfordern. Del Rio, ja, aber dem wäre es egal, der könnte auch Bad News Barrett oder halt Mark Henry, je nachdem wie er will. Ja, Tyson Kidd sowieso, aber ich denke, da der jetzt frisch bei Raw ist, wird er vielleicht Bad News Barrett wählen, weil wer will schon freiwillig gegen Mark Henry antreten? Natürlich, Bad News Barrett auch nicht zu unterschätzen. Der hatte ein bisschen Beef in den Kommentaren mit Chris Jericho. Muss ich mal da auch mal gucken, vielleicht sehen wir ja da noch ein Live-Match. Oh, und Razar Tornado DDT. Habt ihr das gerade gesehen? Eine Kombination. Springt da erst aufs Top Rope und dann runter gegen R-Truth mit dem Tornado DDT. Das war richtig stark gemacht von Razar. Ja, natürlich. Den kennt hier keiner. Der ist so ein bisschen die große Unbekannte. Natürlich, also kennt schon, aber ihr wisst, was ich meine. Den kann niemand einschätzen. Bei dem weiß nicht jeder, wie die ganze Move-Palette aussieht, weil man ihn einfach noch nicht im Match gegen sich selber hatte. Weil das einfach hier erste Aufeinandertreffen sind. Und ich hoffe einfach, das ist meine generelle Hoffnung, dass ich Hell in a Cell weiterhin so gestalten kann. Ich habe, wie gesagt, eigentlich in jedem Match was geplant, zumindest, oder die Matches sind so gebuckt, dass es irgendwie was Besonderes ist. Weil, gehen wir doch einfach mal durch. Matchplan ist ja leicht umgestellt wegen dem Wechsel von Hell in a Cell auf Normal, beziehungsweise Normal auf Hell in a Cell. Übermorgen werdet ihr das erste Hell in a Cell Match haben. Chris Jericho, Mr. Money in the Bank. Gegen Randy Orton, zwei ehemalige WWE Champions, wer erinnert sich nicht, sind richtig aneinander geraten. Allein das und dann noch Hell in a Cell, richtig gut, Match 3. Match 4 ist dann das Elimination Fatal 4-Way NXT Titelmatch. Adrian Neville gegen Mark Morris,
gegen Ryan Ramirez, gegen Edsgardio, den ich ja persönlich in dieses Match hineingebuckt habe. Ich habe es euch ja erzählt. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Match 5 dann. Rusev gegen The Big Show. Weltschwergewicht-Champion-Titel-Match. Hell in a Cell. Dann gefolgt vom Schüler gegen Mentor-Match. Dem letzten Match, das muss man sich mal wegtun, von Ric Flair. Luke Bass gegen Ric Flair. Das wird wirklich awesome, kann man sagen. Awesome. Und dann natürlich das Main Event. Hell in a Cell, Roman Reigns, der WWE Champion, gegen den World Straightest Athlete, wollte ich gerade sagen. Nee, gegen Edge natürlich. Straight Edge, Superstar Edge. Das wird awesome. One, two. Oh, ich dachte gerade Cesaro wäre vielleicht raus, aber müssen wir jetzt mal die Augen aufbehalten. Ist ja, wie gesagt, nicht immer ganz so einfach bei diesen hammergeilen 6-Mann Battle Royals. So, guckt euch, da ist ein Kid an. Setzt jetzt an. Sunset Flip Powerbomb in das Cover. One, two. Ah, Cesaro muss jetzt da ein bisschen aufpassen. Und jetzt kommt Razada angeflogen mit dem Crossbody. Flying Crossbody. Das hat er wunderbar gemacht. Ah, Cesaro. Hat der jetzt vor? Jetzt, glaube ich, die Paarungen gerade ein bisschen getauscht. Cesaro packt sich jetzt da R-Truth. Ah, man darf hier nichts aus den Augen verlieren, das ist das Gefährliche. Schön, was war das denn? Eine Art Attitude Adjustment von Cesaro. Das Cover gegen Truth. One. Ah, ist noch nicht die Entscheidung, aber noch keiner ist raus. Zu diesem Zeitpunkt ist das eigentlich ungewöhnlich. Sonst hat man eigentlich schon so ein, zwei Leute eliminiert. Vor allem, sobald immer der Erste raus ist, geht es immer ganz schnell. Dann haben sie auf einmal immer Lunte gerochen und dann geht es richtig ab im Ring. Ah, und da hinten jetzt das Cover von Raza. One. Zu, ja, reicht nicht. Stellt euch mal vor, Razar eliminiert hier den Ersten. Das wäre ein Ausrufezeichen. Und Razar mit seinem Swinging Neckbreaker. Ich weiß, Moveset muss noch bearbeitet werden. Passiert alles noch. Und das Cover. One, two, three. Und das ist es. Tyson Kidd ist raus. Und jetzt Del Rio. One. Das reicht nicht, aber Tyson Kidd ist raus. Wird von Razar eliminiert. Also Razar, ich hab's ja gesagt, setzt hier ein Ausrufezeichen. Nicht schlecht, Herr Specht. Das war richtig, richtig gut. Gefällt mir gut, dass er das hier so gemacht hat. Ah, jetzt Kane mit R-Truth beschäftigt. Schickt den da jetzt erstmal oben rechts in die Ringecke. Kane mit dem Clothesline. Klar, da schlägt es ein bei R-Truth. Lichter aus. One, two. Nee, R-Truth kommt da nochmal raus. Klar, bei The Big Truth läuft es in der letzten Zeit richtig stark. Double Team Action jetzt hier unten gegen Razar. Double Suplex von Cesaro und Alberto Del Rio. Ja, wer holt sich das Titelmatch? Ich hab's wieder in den Fingern. Es ist wieder kurz davor, richtig zu eskalieren, dass der Nächste rausfliegt. Aber das ist einfach das Geile bei diesen 6-Mann Battle Royals Elimination dann. Das macht so Spaß. Da könnte man eigentlich auch Titelmatches drin veranstalten. So eine Six-Pack Challenge vielleicht für Survivor Series. Wer weiß es schon. Nee, machen wir später vielleicht mal. Oh, da war Truth or Consequences. One, two, das war der Lie-Detector von R-Truth gegen Kane. Hat gesessen, aber Cover aufgebrochen. Jetzt Kane, der lässt sich das natürlich nicht gefallen von R-Truth Side Walk Slam. Und das ist vielleicht jetzt das Ende für R-Truth. Und wir zählen mal mit. Eins, zwei, na, reicht einfach nicht. Kane sollte man aber trotzdem nicht herausfordern. Little Jimmy von R-Truth. Kann R-Truth jetzt Kane eliminieren? One, two, aber das Cover hier unten gezählt bei Cesaro und Del Rio. Oh, R-Truth sollte aufpassen. Er sollte vielleicht nicht das große rote Monster gegen sich aufbringen. Das kann ganz böse enden, glaube ich. Aber guckt euch R-Truth an. Er macht weiter, komplett unbeeindruckt von dem Kane. Kämpft er weiter wie so ein Wahnsinniger gegen das große rote Monster. Und jetzt hier unten Razar gegen Del Rio. Wir gucken mal. Eins. Ja, reicht nicht. Stellt euch mal vor, Razar würde auch den zweiten hier eliminieren. Das wäre es jetzt natürlich. Ah, da oben jetzt Double Team Action, Double Chokeslam, so sieht's aus. Double Chokeslam Kombination von Kane und R-Truth gegen Cesaro. Cover, one, two. Na, reicht nicht, beide Cover aufgebrochen. Ah, gefällt mir gut, diese 6-Mann Battle Royale, ich hoffe euch auch. Und immer noch 5 Leute im Ring. Und jetzt packt sich Kane Razar zum Chokeslam. Und das ist der Chokeslam gegen Razar und das muss das Ende sein. Eins, zwei, drei, nein, was? Razar kommt aus dem Chokeslam raus. Also Razar zeigt, was in ihm steckt. Und jetzt dreht der Rio auf. Was ein Piledriver. Was ein Piledriver von Alberto Del Rio. Und das Cover gegen R-Truth. One, two, three. Und das ist die Elimination. R-Truth ist raus nach diesem Wahnsinns-Piledriver von Alberto Del Rio. Was hat er denn da rausgeholt? Und das Cover gegen Cesaro. One, two. Nee, reicht noch nicht. Also Alberto Del Rio und Razar jetzt beide mit einer Elimination. Oh, schöner Lariato von Razar.
Standing Moonsault. Also Rasar dreht wirklich krass auf in diesem Match. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt Del Rio mit einem Einroller. One, two. Nein, reicht nicht. Konter. One, two. Und jetzt Cesaro. Ansatz zum Neutralizer. Rasar ist nicht draußen. Alberto Del Rio ist draußen. Man sieht gar nicht alles. Cover gegen Kane. One, two. Nein, Kane kommt raus. Kane kommt raus. Und jetzt haben wir noch drei Leute im Ring. Da hinten der Einroller gekontert von Rasar. Und so konnte er Alberto Del Rio ausscheiden lassen. Und jetzt drei Mann im Ring. Cesaro, Rasar und Kane. Also wirklich, besser hätte es nicht laufen können. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Cesaro jetzt mit Rasar. Jawohl, jetzt schlägt Cesaro auf Rasar ein. Kane hält ihn fest. Ja, Rasar, jetzt muss er gucken, dass er da irgendwie wegkommt. Ja, schöner Konter gegen Antonio Cesaro. Ich sag ja, Rasar mein Favorit. One. Na, reicht nicht. Cesaro noch nicht geschwächt genug. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Die Frage ist natürlich, wer scheidet als nächstes aus? Vielleicht Kane? Vielleicht Rasar? Ja, Cesaro, Doppel Backbreaker von Cesaro und Kane. Und jetzt vielleicht einfach das Cover ansetzen. Das könnte ja schon reichen gegen Rasar. Der ist ja schon relativ angeschlagen. Würde ich jetzt mal so aus der Hüfte raus sagen. Ja, Kane und Cesaro arbeiten nicht zusammen. Kane schickt ihn in die Ecke. Und jetzt Kane. Was eine Half Nelson. Chokeslam, Power Slam, was weiß ich, Kombination. Der Wahnsinn. Und jetzt das Cover. One, two, three. Und das ist das Ende für Rasar. Und Kane macht direkt weiter mit dem Big Boot. Jetzt dreht das große rote Monster richtig auf. Leg Drop hinterher gegen Cesaro. Was war das für eine Kombination gegen Rasar? Und jetzt dreht Kane einfach nur auf. Und jetzt kommt er. Der Sidewalk Slam. Und das kann der Sieg sein für Kane. Das ist es. Eins, zwei, drei. Nein, Cesaro kommt raus. Cesaro kommt bei 2,5 raus. Und jetzt muss Cesaro alles geben. Jetzt ist er natürlich im Nachteil gegen Kane. Ich bin mal gespannt, wie lange er das noch durchhalten kann. Oh, schön von Cesaro. Suplex City, Bitch. Jetzt geht's richtig los. Cesaro jetzt vielleicht der Mann, der hier den Sieg holen kann. Mann, 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 diese Battle Royale gefällt mir richtig, richtig gut. Elbow nochmal in den Rücken von Kane. Klar, Cesaro muss jetzt den Neutralizer, den Elbow, irgendwas, den Cesaro Swing, ganz egal, irgendwas zeigen. Er darf sich auf jeden Fall keine härtere Aktion mehr einstecken lassen, sonst ist es hier vorbei. Und jetzt Kane mit dem Ansatz zum Chokeslam. Und das ist der Chokeslam gegen Cesaro. Und das ist eigentlich das Ende. One, two, three. Und Kane gewinnt diese Battle Royale. The Big Red Monster. Zwei Chokeslam gegen Rasar und am Ende gegen Cesaro. Und er steht als Sieger im Ring. Part 1, Undertaker triumphiert. Part 2, Kane steht feiernd im Ring. Cesaro geschlagen. Das hat Kane sich aber auch wirklich verdient. Guckt euch das an. Kane kann sich vom Hell in a Cell Publikum feiern lassen. Ich hoffe, dieser Part hat euch mal wieder, wie der erste, auch gefallen. Natürlich, ich habe gesagt, ich kann nicht jeden Part den Undertaker zurückbringen, aber wir sehen uns hoffentlich übermorgen wieder. Wenn es wieder heißt, Hell in a Cell, Chris Jericho gegen Randy Orton. Lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, ich würde mich freuen. Bis dahin, Hell yeah!